Herzlich willkommen zur Asklepios Gesundheitssendung. Heute geht es um Ihre Augen. Da gibt es Krankheiten, die nahezu unbemerkt voranschreiten und dennoch irreparable Schäden erzeugen können. Dazu gehört zum Beispiel das Glaukom oder auch grüner Star genannt. Um die Diagnose und die Therapie geht es heute. Bei mir ist Privatdozent Dr. Marc Chargos. Er ist Chefarzt der Augenklinik an der Asklepios Klinik Nordheidberg. Schön, dass Sie Zeit haben für uns. Vielleicht erzählen Sie uns noch einmal, was das genau ist, so ein Glaukom. Nun, das Glaukom ist eine chronische Erkrankung des Sehnervens, die unbemerkt bis zur Erblindung führen kann. Insofern ist es durchaus eine gefährliche Erkrankung, weil der Patient an sich selber erstmal nicht viel davon bemerkt. Ja, und wo kommt die her? Wie entsteht das? Nun, es kommt zu einer Augeninnendruckerhöhung, die verschiedene Ursachen haben kann. Wir wissen auch, dass eine gewisse genetische Komponente zum Beispiel dabei ist, dass es vererbt wird. Auf der anderen Seite bringt das Alter an sich einfach ein Risiko mit sich, dass man an einem Glaukom erkrankt. Weiterhin gibt es auch noch andere Untergruppen oder Sonderformen vom Glaukom, die dann bei bestimmten Augenveränderungen auftreten können. Ja, jetzt sagten Sie gerade, es hat etwas zu tun mit dem Innendruck im Auge. Man hört doch aber auch, dass es ja durchaus Glaukome gibt, obwohl im Innendruck gar nichts festzustellen war. Ja, das sind die besonders gefährlichen sogenannten Normaldruckglaukome. Hierbei misst der Augenarzt bei der Untersuchung normale Augeninnendruckwerte, aber es kommt trotzdem zu einer schleichenden Verschlechterung der Nervenfasern am Sehnerven und damit zu einer Verschlechterung des Gesichtsfeldes, also der Wahrnehmung des Patienten außerhalb des zentralen Feldes, wenn Sie mir zum Beispiel jetzt so ins Gesicht schauen. Und das führt eben dann auch zu einer Verschlechterung bei normalen Augeninnendruckwerten, die bis auch zur Erblindung führen können. Hat das was mit dem Blutdruck zu tun? Nun, wir wissen, dass sehr niedrige Blutdruckwerte durchaus hier einen Einfluss haben können. Das ist einer der Gründe, warum man auch solche 24-Stunden Blutdruckmessungen empfiehlt bei solchen Patienten, um eben sogenannte Blutdruckabfälle gerade im nächtlichen Bereich auszuschließen, weil man hier davon ausgeht, dass das zu einer Schädigung des Sehnervens dann kommen kann. Ja, daraus verstehe ich mal, dass es etwas zu tun hat mit einem Missverhältnis wahrscheinlich zwischen dem Druck im Auge und dem allgemeinen Blutdruck. Mhm. Und wenn ich, sage ich jetzt mal, hochdruckgefährdet bin, aus arteriosklerotischen Gründen zum Beispiel, dann bin ich ein Kandidat dafür vielleicht, aber unter Umständen auch mit zu niedrigem Blutdruck, so ungefähr würde ich das dann... Gerade der niedrige Blutdruck ist eben der gefährliche. Ja. Ja. Wie wird das denn festgestellt? Also wie komme ich denn, wer kommt denn auf die Idee, dass bei mir überhaupt was sein könnte? Nun, Sie können natürlich bei einer Routinekontrolle beim Augenarzt eine entsprechende Vorsorgeuntersuchung machen. Dann wird der Augendruck zum einen kontrolliert, aber auch der Sehnerv angeschaut oder ein Gesichtsfeld gemacht. Das sind so die Basisuntersuchungen, die man benötigt, um ein Glaukom zu beurteilen oder zu entdecken. Weil darum geht es ja, man muss erstmal die Erkrankung entdecken, bevor man dann auch versuchen kann, sie zu behandeln. Und hier ist es eben so, dass man schauen muss, welche typischen Veränderungen da sind. Und beim Normaldruckglaukom sieht man eben nicht die Veränderungen im Druckbereich, sondern im Bereich des Sehnervens und im Gesichtsfeld. Ja, gibt es denn Symptome, die mich darauf hinweisen, dass ich vielleicht mal zum Arzt gehen sollte? Das ist eben auch das Problematische. Diese Gesichtsfeldausfälle sind nicht so, wie es häufig gezeigt wird in der Presse, schwarze Bereiche, die rechts und links neben dem zentralen Gesichtsfeld liegen, sondern diese Bereiche werden aufgefüllt vom Gehirn mit naheliegenden Informationen an den Rändern. Also wenn Sie zum Beispiel eine Straße langfahren, dann ist es nicht so, dass Ihnen rechts und links ein Haus fehlt, sondern diese Flächen werden dann mit farbigen Randbereichen aufgefüllt, die man noch erkennen kann. Das macht das Gehirn automatisch. Mhm. Und das kann eben dann zu diesen gefährlichen Situationen führen, dass wenn entsprechende Gesichtsfeldausfälle in den Randbereichen sind, dass Sie das gar nicht sehen, wenn Ihnen zum Beispiel ein Kind oder ein Passant über die Straße läuft und Sie das überhaupt nicht bemerken. Das ist das Kritische und Gefährliche am Glaukom. Selber merkt man das erst sehr spät, wenn diese Ausfälle sehr groß werden. Und dann sind die auch nicht wieder zu heilen, diese Ausfälle im Gesichtsfeld, oder? Das ist das große Problem. Die Sehnervenfasern, die einmal verloren sind, die bekommen wir nicht mehr wieder. Das heißt, das, was weg ist, ist weg. Mhm.
Und wie würde man das denn dann behandeln, wenn man festgestellt hat, dass das Gesichtsfeld nicht mehr so ist, wie es sein sollte, altersgerecht oder dass der Augendruck zu hoch ist? Was macht man da? Wir haben nicht viele Behandlungsmöglichkeiten, das muss man ganz klar sagen. Die Glaukome, gerade mit erhöhtem Augeninnendruck, sind die, die wir am besten behandeln können, eben durch eine Augeninnendruckabsenkung. Dafür gibt es verschiedenste Möglichkeiten. In der Regel beginnt man mit einer medikamentösen Tropftherapie, um den Augeninnendruck abzusenken. Da gibt es mittlerweile eine ganze Reihe von verschiedenen Medikamenten, die man dann einmal, zweimal, dreimal am Tag ins Auge tropfen muss. Wichtig ist hier, dass man das regelmäßig macht und nicht nur alle paar Tage mal oder wenn das Fläschchen leer ist, dann mal ein paar Wochen nicht, sondern dass man das konstant nimmt. Das ist ganz wichtig. Nach dieser medikamentösen Tropftherapie ist die nächste Stufe der Behandlung zum Beispiel eine Laserbehandlung, bei der man versucht, auch den Augeninnendruck abzusenken durch eine Verbesserung des Abflusses im Auge. Ah, wo fließt das genau? Das war überhaupt eine Frage. Wo fließt denn dieses Wasser hin im Auge? Das sind ja nicht die Tränen, von denen wir sprechen, oder? Genau, das werden wir auch ab und zu gefragt, dass es mit dem Wasser außen am Auge zu tun hat. Ja. Das hat damit gar nichts zu tun. Es ist so, dass das ein Regelkreis ist im Auge. Im Auge wird permanent Wasser produziert, im hinteren Bereich des Auges, was dann an der Linse vorbei nach vorne fließt und dann im sogenannten Kammerwinkelbereich abläuft. In diesem Bereich ist es so eine Art schwammartiges Gewebe, wo das Wasser durchläuft und dann über die kleinen Gefäße am Auge abtransportiert wird. Wo muss ich mir diesen Kammerwinkel vorstellen? Hier am Innen, also zur Nase hin oder nach hinten? Oder? Kammerwinkel läuft zirkulär quasi um die Regenbogenhaut herum. Und von diesem Bereich aus gibt es kleine sogenannte Kollektorkanälchen, die dann die Flüssigkeit aus dem Auge ableiten und dann den Blutgefäßen auch zuführen. Und wie funktioniert dann diese Lasertherapie? Die Lasertherapie soll verbessern den Abfluss durch dieses maschenartige Gewebe, dieses schwammartige Gewebe. Man muss sich ja vorstellen, dass da irgendwo eine Barriere auch sein muss, damit nicht das Blut ins Auge reinfließt. Und so ist es, dass eben durch dieses maschenartige Gewebe versucht wird, eine Verbesserung des Abflusses zu erreichen, also diese Poren etwas zu erweitern. Das ist ja eine dauerhafte, also es soll ja auf Dauer wirken, also diese Lasertherapie in diesem Zusammenhang. Und darum sagten Sie ja, glaube ich, eben auch, dass man, wenn man es versucht mit Tropfen zu lösen, dass das auch eine Dauerbehandlung sein wird, weil man immer wieder zu viel Wasser für das Auge produziert. Sie müssen eben davon ausgehen, wenn Sie die Diagnose eines grünen Stars, eines Glaukoms erhalten, das ist eine chronische Erkrankung, die Sie Ihr Leben lang wahrscheinlich begleiten wird. Das ist das große Problem. Und wenn Sie ein junger Patient sind und wissen, dass Sie jetzt die nächsten 30, 40 Jahre tropfen müssen, dann versucht man natürlich auch alternative Behandlungen auszuprobieren oder zu nutzen. Und dazu gehört dann eben auch mal so eine Lasertherapie oder je nachdem, was für Möglichkeiten oder wie weit das Glaukom fortgeschritten ist, auch sogenannte Stents, die man einsetzen kann, um den Abfluss zu verbessern oder auch andere operative Möglichkeiten, um den Abfluss zu verbessern oder die Produktion zu mindern. Das sind ja immer im Grunde die zwei Stellschrauben, mit denen wir arbeiten können. Entweder die Produktion vom Wasser vermindern oder den Abfluss verbessern. Ja, ach so, und die Operation, auch die Lasertherapie, hat dann schon den Vorteil, keine Nebenwirkungen von den Tropfen wahrscheinlich in Kauf nehmen zu müssen, ne? Das ist das Ziel eigentlich, dass man versucht, die Patienten von der Tropfentherapie abzubringen oder zumindest von der höheren Frequenz an Tropfen runterzubringen, dass sie nicht mehr so oft oder verschiedene Medikamente tropfen müssen. Wie lange dauert das mit der Lasertherapie? Das ist ein ambulanter Eingriff, der schnell machbar ist. Das dauert, wenn es normal läuft, vielleicht eine Viertelstunde, 20 Minuten. Und in welchen Fällen greifen Sie dann zu der nächsten Maßnahme? Nun, diese Therapie mittels Laser wirkt nicht ewig. Es ist so, dass da aus den Studien, die gemacht worden sind, wir Daten haben, dass in der Regel nach 2-3 Jahren der Druck dann doch wieder etwas ansteigt. Man kann die Behandlung dann auch nochmal wiederholen, aber trotzdem ist das irgendwo limitiert. Und dann gibt es die Möglichkeiten, eben andere abflussverbessernde Maßnahmen zu ergreifen, wie zum Beispiel kleine Röhrchen, die man dann einsetzt, um den Abfluss noch etwas stärker zu forcieren. Und wo genau setzt man die dann ein?
Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Also bei uns hier im deutschen Markt sind 3 verschiedene von diesen Stents zugelassen. Manche versuchen auch nur dieses Trabekelmaschenwerk, also diesen Schwamm zu überbrücken, um einen besseren Abfluss zu machen. Andere versuchen zwischen die Lederhaut und Aderhaut Flüssigkeit abzuleiten am Auge, also in die inneren Schichten der Augenwand. Und ein dritter Stent versucht dann Flüssigkeit nach außen unter die Bindehaut abzuleiten. Das sind im Grunde diese 3 Möglichkeiten, die wir in der Stentchirurgie aktuell haben. Ja, und wann wendet man welche an? Das ist unterschiedlich. Das kommt darauf an, wie stark Sie die Drucksenkung haben möchten, ob schon Voroperationen gemacht worden sind. Das entscheidet im Grunde der Operateur dann individuell, je nach Ausgangssituation. Es gibt da so einen Begriff, der immer so ein bisschen niedlich klingt. Etwas mit Kissen, Sickerkissen. Mhm. Was ist das dann? Das sogenannte Filterkissen. Filterkissen. Genau. Ja. Das beschreibt im Grunde den Bereich, wo Flüssigkeit aus dem Auge unter die Bindehaut abläuft. Man möchte erreichen, dass eben Flüssigkeit nach außen abläuft und dann bildet sich so eine Art Kissen auf dem Auge. Normalerweise wird das operativ so angelegt, dass es unter dem Oberlid zum Liegen kommt und von außen eben nicht sichtbar ist. Wenn man aber das Oberlid hochzieht und bei einer augenärztlichen Untersuchung macht man das, kann man das dann sehen, dass eben in diesem Bereich oben so eine Zone ist, die wie ein Kissen aussieht, auch so ein bisschen glasig ist. Und in dem Bereich soll das Wasser dann abfließen. Das ist das Ziel, dass es sich von da aus dann verteilt und zusätzlich zu den natürlichen Abflussbereichen hier Flüssigkeit abläuft. Also nichts, was der Patient irgendwo an sich bemerkt oder darauf angesprochen werden kann? In der Regel nicht. Also man kann manchmal das als leichten Fremdkörper oder Fremdkörpergefühl bemerken, aber in der Regel stört es eigentlich nicht groß. Ja. Operationen am Auge, sagt man sich ja auch, naja, ich habe ja 2 und trotzdem möchte ich mein Augenlicht nicht ganz verlieren. Wie groß ist das Risiko, dass etwas schief geht? Das in Zahlen jetzt auszudrücken ist sehr schwierig, aber die Operationen, gerade die Stent-Operationen, werden als sogenannte minimalinvasive Glaukom-Operationen eingestuft. Insofern ist das Nebenwirkungsprofil und das Risikoprofil überschaubar. Es passieren trotzdem ab und zu Dinge, die man sich nicht so gewünscht hat, aber die große Masse der Operationen ist eigentlich mit einem sehr geringen Risikoprofil behaftet. Diese Filterkissenoperation ist etwas aufwendiger, weil hier auch die Nachbetreuung intensiver ist, also hier auch häufigere Besuche beim Augenarzt dann notwendig sind, um diese Zone dieses Filterkissens zu erhalten. Sie müssen sich vorstellen, der Körper versucht immer, alle künstlichen Öffnungen oder Abflusswege wieder zuzumachen. Wenn Sie sich einen Finger schneiden, geht das auch wieder zu. Insofern ist es wichtig, dass man hier mit entsprechenden Augentropfen oder teilweise auch Spritzen, die man ans Auge setzt, die Vernarbung vermeidet und möglichst reduziert, um einen langfristigen, konstanten Abfluss des Wassers aus dem Auge hier zu gewährleisten. Mhm. Verstehe ich das dann richtig? Laser und Stents sind dann sozusagen Ihr Goldstandard oder gibt es noch härtere Methoden, die Sie anwenden müssen manchmal? Goldstandard würde ich jetzt nicht sagen, aber es ist die nächste Stufe nach den Tropfen. Mhm. Danach folgen dann eben diese Filterkissenoperationen, die großen. Es gibt auch noch Möglichkeiten, diesen Abflusskanal, diesen Kammerwinkelkanal zu schienen. Da kann man auch einen Faden zum Beispiel noch einziehen, um den Abfluss und den etwas aufzuspannen, den Abfluss zu verbessern. Es gibt auch richtig große Abflussimplantate, die man einsetzen kann. Das ist aber in der Regel erst beim sehr fortgeschrittenen Glaukom mit sehr hohen Druckwerten und wahrscheinlich meistens auch schon vorangegangenen Operationen notwendig. Und die Wirkung tritt ein sofort? Das ist eigentlich das Ziel. Ja. Die Stents sollen eigentlich gleich das Wasser, den Wasserabfluss, den Kammerwasserabfluss verbessern. Ja. In der Regel sollte das möglichst schnell einsetzen, ja. Heißt das dann, also wir haben ja ursprünglich gesagt, das Glaukom hat eigentlich, ist symptomfrei im Grunde genommen, also man merkt es nicht. Worauf sollte ich achten, wenn ich meinen nächsten Augenarzttermin dann mache? Was soll der tun? Im Grunde müssen Sie sich melden, dass Sie eine Glaukomvorsorgeuntersuchung haben möchten. Mhm. Leider ist das nicht im Rahmen der gesetzlichen Vorsorgeuntersuchungen mit eingeschlossen. Mhm. Insofern muss man diese Voruntersuchung zumindest selber auch bezahlen.
Aber es ist und wird auch empfohlen, dass man das ab dem 40. Lebensjahr regelmäßig machen sollte, gerade bei Risikopatienten, sprich wenn jemand in der Familie schon ein Glaukom hatte oder irgendwelche Verletzungen mal auch an den Augen waren. Da gibt es verschiedene Ursachen oder Diagnosen, bei denen man dann solche Vorsorgeuntersuchungen empfiehlt, auch zum Beispiel kurzsichtige Patienten, dass man hier schaut, dass man den Augeninnendruck dann alle 1 bis 2 Jahre kontrolliert. Vielen Dank für dieses interessante Gespräch. Wir sehen uns wieder auf www.asklepios.com, auf Facebook und auf YouTube. Werden Sie gesund!